Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22. Hof Bergmann ist wieder mal angesagt mit Paul und dem Party. Hallo. Hallo. Ich stehe hier und warte. Und keiner weiß, worauf ich warte. Paul, wie erging es dir denn an Silvester? Sehr gut. Also sehr dem gut. Server ging es zumindest sehr gut. Hast du schön Silvester gefeiert im Kreise deiner Liebsten? Mhm. Paul, nein. Paul, ich habe erstmal 10 Stunden auf dem Server verbracht. Unser Meistersreif, meine Damen und Herren. Ja, deswegen stehe ich. Ich warte jetzt auf einen Häcksler-Fahrer, der müsste hin. Da kommt er schon. Ja, Paul hat irgendwie sehr viel Zeit gehabt und hat die Zeit investiert, hat irgendwie 1 Million Liter Kartoffel geerntet, hat irgendwie, ja. Ich habe 17 Hektar Kartoffeln und Rüben geerntet. Ja, das gehört jetzt aber auch so, ne? ja, schön. Nee, positiver Nebeneffekt, unser Meistersreif und wir werden ins Häckseln. Wir werden jetzt anfangen. Der hat, geht Hex, bei euch, oder? Der Häcksler ist gemietet. Wir können auch weiter vorne anfangen, Party, wenn du hier ein bisschen Probleme hast. Das ist kein Problem. Noch ein bisschen. Dieser Baum hier. Haben wir einen Fichtenjoghurt? Nein, haben wir nicht. Der Muster bleibt. Da steht so, der ist schon da gestanden, bevor du auf der Welt warst. Oh Mann, du fällst bitte keinen Dekobaum. Ja. Die sind scheiße zu wegräumen. Auf alle Fälle, über kurz oder knapp, wir fangen jetzt an. Das nützt nichts. Moin, hallo. Ja, hier ist eng. Hier, ne? Verträgt sich nicht. Ja, schwierig. Geil, wir sind jetzt 5 Meter gefahren, ich habe 10% drin, ne? Nur mal so. Ach du Schande. Und ich habe kein Isoliermittel drin, ne? Oh, Party. Mein Gott. Hier Mittel holen, macht doch mal das Gebimmel da oben aus. Was denn für ein Gebimmel? Achso, die Rundumleuchte meinst du, ne? Ja! Was dich alles stört, ey. Das stimmt. Ist dir das ein Dorn im Auge im neuen Jahr? Das stimmt. Man muss dazu sagen, das ist die erste Aufnahme im neuen Jahr, die wir hier machen. Heute ist der 1.1. Gut, wenn das Video kommt, ist das 2.1. Ist auch egal, ne? So, ich weiß ja ganz gemütlich in Ansicht. Wie schnell fährst du nur, Paddy? 11? Was höre ich denn die so leise? Bock. Warum du mich so leise hörst? Weil mein Mikro sehr leise eingestellt ist. Zurzeit. Ich stehe. Jetzt noch weiterfahren können geradeaus, ne? Also. Hast du nicht groß gesagt, du kommst on und machst halt vom Feld und so? Wo, was? Hier, was? Hä? War doch am 31. und am 1. war er doch da. Habe ich doch gemacht. Ja. Ich war am 31. 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Und am 1.1. von 9, glaube ich, bis 12. Wow, haben wir noch irgendwo Isoliermittel, ne, wa? Es kann sein, dass bei der Werkstatt in der noch ein bisschen was rumsteht. Ich meine, da wäre mal was gestanden. Voll, sagen. Entschuldigung. Habe ich schon voll gesagt? Ja. Au! Das ist nur gemietet. Umso besser. Die Schramm, die stellen die uns wieder in Rechnung. Nee, machen sie nicht. Machen sie nicht. Du bist schuld. Ich bin schuld diesmal? War ich sonst nie? Du bist immer schuld. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also irgendwas habe ich nicht... Wäre langweilig, wenn du nicht schuld wärst. So, wo kippt man denn ab? Nee, wir kippen nicht hinten ab. Bei der BGA. Bei der BGA? Ja, wo willst du hinkippen? Nee, im Hof? Ins Hofsilo. Ja, aber dann müssen wir alles wieder reinschaufeln in die BGA rüber. Muss ich jedes Mal zur BGA fahren? Oi. Ja, sonst müssen wir nachher mit dem Radlader alles rüberfahren. Nee, okay, ich fahr rüber, ist kein Problem. Mach ich gern, Paul. Paul, für dich mache ich das, ne? Das ist freundlich. Mhm. Weil ich wollte netter sein im Jahr 2023. Echt? Ja, oh. Wolltest du das? Ich bin das Gegenteil von Patty. Ich bin doch nett. Nee, du wolltest nicht nett. Hallo, ich war heute schon sehr sozial zu dir, ne? Hallo, moin. Ja, du hattest heute deinen sozialen Tag, muss ich sagen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass er schon vorbei ist. Was für ein sozialer Tag, was hat er angestellt? Er hat, ich weiß gar nicht mehr, was er hat. Ist so selten, das habe ich mir gar nicht gemerkt. Wenn ich so selten mache, dann solltest du das merken. Ich müsste es mir aufschreiben. Mhm. Schöner Kalender. Er hat Sachen gemacht, die ich ihm gesagt habe. Was? Ja. Was? Ist er krank? Weiß ich nicht. Ich hab ihm gesagt, er soll mir bitte Niki anschreiben. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich war sehr überrascht. Jetzt gebe ich doch hinten aus. Naja. Ich glaube, der kann nur hinten, oder? Nö. Das sind 3 Seiten.
Weiß ich gar nicht, siehst du? Kornschieber wäre noch gegangen, aber Kornschieber ist halt. Ja. Patti, wo fährst denn du hin? Naja. Nach Gehör. Ja, wie schon dir. Moment. Nach Gehör hast du gerade gesagt? Ja! Mhm. Ach, drum hast du auf den Unimog gezielt, okay. Weiß ich das noch? Ja, ich weiß. Ist dir aufgefallen, dass ich auf den Unimog abgezielt habe? Ich glaube, du magst den Unimog nicht, Patti. Es war ganz dezent zu sehen. Ich muss ein bisschen den Motorsound lauter machen. Ich hab ein bisschen Bock heute. Aber ich war auch nett zu Patti. Fahrzeughühnerbus, danke wenigstens. Du warst nett. Du hast mir dann nicht Bescheid gesagt, dass hier ein Mod aktualisiert genau, worden ist. Genau, vier neue Mods. Ich hab dir deinen Mod draufgetan. Welchen Mod? Den Speed Control Giraffe da. Ui. Ja. Ui. Aber darf voll ich nett. Fragen, warum du den Better Contract Mod mit drauf hast? Weil es angenehmer ist, um die Liste aktualisieren. Hast du CSP dafür runtergemacht? Weiß ich gar nicht genau. Hatten wir den drauf? Wäre vom Vorteil, weil die beißen sich. Ah, okay. Ja, erklär doch, warum wir nur mal einen Auftrag haben. Bist du voll? Nö, noch nicht ganz. Bist du voll? Schöne Wochenende oder was? Immer. Wir haben drei Aufträge. Okay, vorher war noch einer drin, wo ich geguckt habe. Gut, jetzt ist voll. Ja, gut. Weil ich hatte durch diesen blöden Server-Restart das Problem, dass die Aufträge nicht mehr abschließbar waren. Also ja. Musste ich die irgendwie die Liste rauswerfen können. War ein bisschen schwierig. War eigentlich der Hauptgrund, warum ich den drauf gemacht habe. Ja. Wir haben uns nur gedacht, Better Contract wollen wir doch eigentlich nicht. Wir haben doch den hauseigenen Mod. Aber der kann nicht so viel. Was? Better Contract ist sehr, sehr umfangreich geworden. Naja, der ist mittlerweile echt brutal. Du kannst die Liste komplett löschen, neue generieren und. Funktioniert mittlerweile auch sehr gut. Ich bleib doch bei dem hauseigenen. Hallo, wo willst du hin? Oh, was ist denn mit dir? Kommst du nicht her? Ich war 11 und wenn du 20 fährst, dann wird es schwierig. Ich glaub mal krass. Meine Güte, ey. Aber zwei Feuerlöscher an Bord, das ist wichtig. Natürlich. Mhm. Du weißt doch, ich bin brandgefährlich. Ja, das ist John Deere, das weiß ich schon. John Deere, ja. Ja. So, einmal nach unten. Ich bin brandgefährlich, Alter. Ui, der hat aber Druck drauf. Jetzt oder was? Der Johnny. Auf dem Rohr. Nein, das klingt alles. Das klingt alles irgendwie falsch. Nicht besser. Das warte nicht, bis ich komme, weißt du? Also. Das hat doch rein. Nein. Was hat? Es hat reingespritzt. Okay. Ah ja. Es wird irgendwie nicht besser, Patti. Patti heute wieder auf dem Ü18-Kanal übernachtet. Bisschen. Oh, nee. Patti, dieses neue Projekt, ne, was du da geplant hast. Ja. Wo wir jetzt ja Gott sei Dank alle eingeladen sind. Ein bisschen gedauert. Wir brauchen einen Namen für. Ich muss das ja irgendwie präsentieren und ankündigen und wir brauchen irgendeinen Namen. Wann geht denn da überhaupt los und wann ist da Mod-Besprechung? Ja, und das so? Ist die Frage, ne? Also. Wenn ich Urlaub habe in der Woche. Los. Also, was denk mal, startet so circa am 15. Am 15. 15. Da hat doch kein Mensch mehr Zeit. Da arbeiten normale Leute. Ja, ich bin aber nächste Woche arbeiten noch. Also die Woche jetzt. Ach gut, dass am 5. nicht die EV beginnt. Dö. Und Held vom Feld läuft. Bist voll, Werner. Ich bin voll, ich fahre dich. Gib Stoff. Ist okay, bleiben Sie ruhig. Atmen Sie bitte, atmen Sie. Es ist das Presswehen, was du machst. Achso. Ich würde gerade sagen, das ist die falsche Atmung. Ja. Du Paddy, das war ein bisschen Schwungvoll. Ja, aber es ist kaputt gegangen. Kann es sein, dass unser Ding jetzt hier brennt? Was? Der Feuer ist da? Der raucht. Der arbeitet wahrscheinlich. Achso. Oder er will arbeiten, hat aber keine Güter. Ach, das kannst du haben, ja. Läuft trocken, sagst du? Mhm. Ja, der Getreideschrot ist leer. Die Produktion kommt nicht nach. Wow. Ey, unser Grasfeld, was wir zuletzt angesehen haben, ist schon reif. Ja, noch nicht noch ganz. Da fehlt noch eine Stufe. Aber wir haben dann noch das große. Aber da das linke Feld ist reif. Was haben wir denn da drauf? Nee, das ist schon abgeerntet. Ach, Paul. Also, brauchst du nicht viel, Leute. Kommst du rauf? Schon, also, ich kann sie wieder gehen. Danke, tschüss. Tschüss. Das ist. Also,
Es tut mir leid, ich hatte Langeweile. Ja, ich merke das. Aber anders. Ja. Da waren irgendwie vier so coole große Missionen nach der Erde rum. Ja, komm, weißt du. Was kostet die Welt? Wie gesagt, ich habe auf das Roderschneidwerk, bevor es mich runtergeschmissen hat, ich glaube 7 Arbeitsstunden drauf gefahren. Ja. Bei 0,5er Geschwindigkeit. Wow. Voll. Jetzt erst mal auslernen, ne? Wie viel geht denn hier runter? Und vor allem, das ist das erste Feld, ne? Von 4. Magst du dann noch zwischendurch ein Bild machen wollen hier für Thumbnail oder so? Ich sprach von Schulprojekt. Okay, schau ich. Schulprojekt? Ist doch schon ewig her, wo du in die Schule gegangen bist. Ich wollte gerade sagen, welches Schulprojekt. Aber ich wollte ja mal nett sein. Ja, ist richtig. Ist auch richtig, ist auch gut. Machen wir gleich, wenn die Folge vorbei ist, okay? Was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Vergessen. Habe ich dich wieder aus dem Konzept gebracht? Nee, Dolly haben wir keine, gell? Nein. Okay. Wir haben einen LKW. Nee, mit dem LKW fahre ich nicht aufs Feld. Mit LKW fährt man vor allem nicht aufs Silo. Siehst du? Das ist viel wichtiger. So. Akkutruck, ab geht er. Ja, wir haben aber keinen Akkutruck. Ja, wir haben die Rotz-Unimox. Ah, und wir haben die Unimox. Wir haben den Rotz-Volvo. Wow. Wenn du einen Unimog beleidigst? Ja, aber der ist auch. Auch. Ja, also. Ich weiß ja nicht, aber ich bin schneller wieder beim Feld. Du rast auch wie ein Wahnsinniger. Du auch. Nein. Nein. Ich fahre nach STGVHO was? Gedöns. Ja. Wieso machst du da ein G rein? Was für ein G? STGVO. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. STVO, Straßenverkehrsordnung. So. Komm mit. Ja, ich lass sie nur vor, Entschuldigung. Oh, diese Arroganz, ne? Zack! Jawohl. Hm? Adi? Na? Da fehlt jemand. Er hat hier wie ein Betrunkener, ne? Mhm. Also wie ein Betrunkener. Vollgas, reden, beam, boom. Hat aber funktioniert, wie ihr gesehen habt. Aha. Ah, wie? Lebst du mir mal bitte nicht so dezent am Arsch? Mein Gott, du hast auch heute. Der 7. Tag heute? Ich mag nicht so von hinten bedrängt werden wollen. Mhm. Wie war das? Wir sind mal wieder alle auf einem Feld. Ja. Achtung, ich bremse. Ey. Ich fahr rückwärts. Du bist schon fertig mit rückwärtsfahren. Du bist auch so ein Kandidat, du biegst rechts ab und blinkst erst später, ne? Ja. Da triggert der Menschenhals wieder. Wenn wie viel Gewinn hast du erzielt am Silvesterabend? 1,15 Euro. Und wie viel hast du eingesetzt? Nee, das war der Reingewinn. Achso, okay. Aber es ist interessant, wie viele Leute mich auf das Kartenspiel ansprechen, ey. Ja, du hast ja auch überall verteilt. Ja. Nee, das machst du automatisch. Also ich habe nur Insta gepostet. Das verteilt es aber automatisch. Ah ja. Also es sendet automatisch in den Gruppen und so. In die Gruppen? Ah! Ja. Möglich. In weiß einer der vielen WG-Gruppen, wie ich jetzt feststellen musste. Bist du nicht überall drin, Paul? Ui. Doch, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe 3 Gruppen. Willst du auch nicht, glaub mir das. Das kam ja überall alles. Ich habe gestern fast 15 Minuten gebraucht, bis ich überall Frohes Neues geschrieben habe. Oder heute, beziehungsweise. Ja. Biogasanlage. Hallo, Düssi. Ich glaube, wir kriegen den Silo nicht mal halb voll. Ist doch nicht so schlimm. Hauptsache ist mal was drin. Ach, falsch gemacht. Voll. Dass er mal bei 90% Bescheid sagt? Nö.
Du kannst links oben selber gucken. Patti muss immer einen Anker raushauen, ey. Das ist doch viel zu falsch, ja. Ja, dann ist selber schuld. Mein Gott, wo bleibt denn der Anker ab? Jo, der hat gerade leer gemacht, wenn du links oben gucken würdest. Hab ich gesehen. Das dauert hier, der Hexer darf nie stehen. Ja, dann fahr doch langsamer. Wenn du bretterst wie nach einem Bankraub, weißt du? Wo stehst du, Paddy? Auf dem Feld. Ach nee. Stopp! Da bin ich! Moin! Au! Ja, ich bin schwungvoll. Ja, ich weiß, dass die Folge vorbei ist. Meine Damen und Herren, wir sind fertig für heute. Ach du. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Bis hin. Macht es gut. Tschüssi!